Willkommen zurück zu Uncharted 3. Ich weiß nicht, ob wir an dieser Stelle hier waren. Ich glaube schon. Ich kenne die Steuerung momentan wieder nicht, weil ja ein paar Tage ausgelassen wurden. Wir probieren es einfach mal aus. Er macht sich fast selbstständig. Ich spiele ein bisschen leiser drin. L2. Blind. Ah, okay. Sorry, ich bin zu spät. Danke fürs Kommen. Okay. Was noch? Ah, okay, der ist noch gar nicht tot hier. Aber jetzt. Bis dann! Jetzt ist er weg. Ah, okay. Nein. Marlow hat eine verdammte Armee mitgebracht. Der Bus ist wohl gerade angekommen. Kommt schon, ihr drei Skale. Nein. Runter mit dem Kopf! War schon ein bisschen gefährlich jetzt. Mensch, das kann's doch nicht sein. Wie viele sind denn das? Ich muss rein zufällig eh nach unten. Naja, dann. Glaube ich halt mal. Wie gesagt, ich spiele nicht gut wegen der Zielhilfe, die was nicht vorhanden ist. Ich weiß nicht wohin, verdammt. In Deckung! Achtung! Verdammt! Hab ich mir fast gedacht. Nein! Marlow hat eine verdammte Armee mitgebracht! Braucht da irgendwie. Spiel, Konten, Spiel. Aber. Schalten wir mal das ein. Schulterwechsel. Weiß ich nicht. Anzeige ist okay. Audio ist auch okay. Acht. Der Bus ist wohl gerade angekommen. Nee. Es hilft einfach nichts. Ja, macht ihn alle! Sie müssen uns gefolgt sein. Das ist der einzige Weg.
Ist ein bisschen schwieriger als gedacht. Jetzt kommt da schon wieder ein Idiot. Hoppala, ist meiner. Endlich, jetzt habe ich Rückendeckung. Was ist das? Mikropistol? Mann, Alter. Wie kann ich mich jetzt nochmal hier so hinducken? So geht das. Ja, natürlich. Wo ist mein Kollege schon wieder? Jetzt sterbe ich gleich wieder. Doch nicht so leicht zu spielen ohne Zielhilfe bei mir auf Controller. Ich tut mir leid, dass ich euch jetzt hier so belästigt mit Zielhilfe und so, aber ich kann es halt ohne nicht am Controller. PC ist viel leichter. Können wir gefahrlos rausgehen? Ich glaube es nicht. Nee, der wartet da noch rum, ich sehe ihn ja. Der Turm ist da vorne. Wir müssen hinein. Okay. So, das haben wir mal erledigt. Muss immer so einen Blick auf die rechte Seite des Bildschirms machen. Cool. Dass wir hier auch natürlich das Limit der 30 Minuten nicht überschreiten. Dann greife ich doch gerne zu. Jetzt geht's wieder an die Kletterarbeit wahrscheinlich. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts mehr. Probieren wir mal, über die Treppen hochzugehen. Hier geht's hoch. Nehmen wir uns noch die Muni mit, aber hier geht's wieder nicht weiter. Na los, Sally, hilf mir mit dieser Tür. Hier geht's weiter. Okay. Und, wohin jetzt? Ich weiß es nicht. Versuch's doch mal unten. Gut, dann gehen wir natürlich nach unten, wenn er es sagt. Sieht schon gut aus. Hey, sieh dir das an. Was zum Teufel? Der gehört zu Talbot. Gehört er? Das ist unmöglich, die kamen gerade erst. Ja, aber was ist mit ihm geschehen? Ich weiß es nicht, aber das gefällt mir verdammt nochmal gar nicht. Was sollen wir da noch machen? Naja, die Lösung steht hier vielleicht. Aber wie kommt man hier wieder ganz normal runter? Ich weiß es wieder nicht. Na okay, er greift schon noch nach der Leiter. Hey, da, die Platten. Ist zerbrechlich. Ich bleib hier, damit ich nicht aus Versehen auf irgendwas trete. Gute Idee. Ist interessant, aber verstehe nicht, was ich jetzt genau wieder machen muss. Haben wir was im Büchlein? Erwähnt Lawrence das vielleicht irgendwo? Ich sehe nach. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal auf die letzte Seite. Was hier notiert worden wurde. Vielleicht musst du sie in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. Select. Ist klar, ja. Welche Reihenfolge bitte? Er hat sich nichts notiert. Hat sich nichts notiert.
Select, select, select. Ah, da ist irgendetwas, oder? Das sind die Zeichen von unten. Es gibt eine Reihenfolge, Nate. Ja. Auf die richtigen Platten tritt, passiert etwas. Habe ich schon verstanden, mein Lieberchen. Die Frage ist nur, wie? Das müssen wir in dem Fall herausfinden. Anfangen müssen wir bei denen vier noch, was unten sind. Das würde in dem Fall das hier sein. Okay, es geht einmal X. Muss ich das verstehen? X. Dann geht's nicht mehr. Fangt mit diesem an. Geht mit diesem weiter. Hört hier auf. Kann aber auch jetzt mit diesem weitergehen. Okay. Gut. Die Frage ist, wo geht's weiter? Das stimmt alles nicht ganz, was ich hier so sehe. Ich sehe hier nur zwei Dinge. Ich bin jetzt hier auf dem. Dann die X. Versteht auch wieder keiner. Dann ein X. Das war falsch. Fangen wir wieder an. Gesagt hier. Rüber. Weiter. Diese. Ich habe gesagt. Nee. Okay. Da müssen wir einfach probieren. Ich verstehe das jetzt gar nicht, wie das weitergeht hier. Vor. Links. Gerade. Gerade. Haben wir schon gerade probiert? Ja, haben wir probiert. Dann müssen wir links gehen. Entschuldigung. Gerade. Einmal links. Gerade, gerade. Links. Geht auch nicht. Dann stimmt wahrscheinlich das Gerade gar nicht. Stimmt auch nicht. Dann müssen wir um eins rüber gehen. So. 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 Jetzt auf die 3x. Heißt 1. Daneben. Okay, ich glaube, ich hab's. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dann haben wir die 3 abgeschlossen. Dann brauchen wir. Tipp, laufen Sie in der richtigen Reihenfolge über die Platten. Ja, wir haben 4 solche Dinger, also müssen wir jetzt auf diese Platte gehen. Dann diese Platte nehmen. Diese, diese. Und dann auf die X. XX. Und mit den Xen dann auf die 3. Dinger. Ich nehme mal dieses, diese, diese und dann hier drauf. Ja, so funktioniert's. Man muss es halt ein bisschen verstehen. Es ist mehr so Rätselspielchen. Ist es stockfinster? Hast du mal Licht? Ja, das Zeug ist mindestens 400 Jahre alt.
Hey, etwas mehr Licht, Sally. Wohl ein Alchemistenlabor. Moment. Erinnert dich dieser Ort an etwas? Ja, und zwar an Marlows gruseliges Versteck. Sully. Sully, das ist John Dees Labor. Hier draußen? In Frankreich? Tja, er folgte den Hinweisen bis zu den Kreuzzügen, so wie Lawrence. Hey, sieh mal. Schon wieder Sabäisch. Aber was sind das für Symbole? Er hat wohl an etwas gearbeitet. Hier ist so etwas wie eine Nachricht auf Henochisch. Kannst du es entschlüsseln? Es geht. Drücke die Select-Taste, um die Dächerisch zu benutzen. Ah, okay. Der Altar schützt den Eingang in die Unterwelt. Ah. Er hat ja mit Magie Geister beschworen. Ja, oder im Altar versteckt sich ein geheimer Weg, mein Junge. Oh, klar. Hilf mir schieben. Will schieben helfen. Alles klärchen, Popärchen. Dreieck. Sieh mal einer an. Schlauer alter Mistkerl. Oh, danke. Nicht du. John Dee. Oh. Ach, du bist auch schlau. Und alt. Das ist richtig. Und runter mit dir. Hallo? Wow. Oh Mann, ich hätte nicht X drücken dürfen. Haben wir es. Sully, gib mal Feuer. Ja. Ach, viel besser. Also irgendwann solltest du mal deine eigenen Streichhölzer bei dir haben. Wovon redest du? Nope, hier geht's nicht weiter. Warum läuft denn der jetzt eigentlich? Hä? Als wollten sie etwas draußen halten. Oder drin. Hier, hilf mir mal. Alles klar. Und bitte. Scheint die Familienkoch zu sein. Dein Freund Godfrey müsste hier liegen. Mit etwas Glück. Wenn er etwas über das Atlantis der Wüste wusste, nahm er es mit ins Grab. Dann suchen wir das Grab. Genau. Was ist das? Eine Mittelalter-Spielshow? Echt raffiniert. Ja. Alles klärchen, hier haben wir wieder ein Rätsel. Das können wir. Im Moment nicht lösen, glaube ich. Drücken Sie Select. Er wollte das wohl lösen, brachte es aber nicht zu Ende. Was gefunden? In diesen Kräften scheint er nicht zu liegen. Nein, nein. Sie haben sein Grab bestimmt versteckt. Such einfach weiter. Scraps of paper found. Bla bla bla. Kann ich hier das Buch auch beim Rätsel öffnen? Nein, kann ich nicht. Also heißt's gut merken oder helfen. Was war das jetzt nochmal? Obwohl, das verstehe ich sowieso nicht. Haben wir die Sachen hier? Ja, die haben wir hier. Links das erste und das das zweite. Okay.
Stimmt das so? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Alles klärchen. Das stimmt schon mal soweit. Und dann habe ich keine Ahnung. Kann man hier etwas finden? Er sagt mir Select die ganze Zeit, aber there is no Eintrag. Und ich bin schon wieder zu dumm, um das Rätsel zu lösen. Das, was glaube ich eher trifft. Ein Halbkreis ist hier. Könnte eventuell die Lösung sein. Was haben wir denn hier? Hier haben wir nichts drauf. Hier haben wir so ein Ding. Da gehört der Löwe hin. Da gehört der Löwe hin. Der gehört auf dieses drum. Und dann gehört das andere wahrscheinlich auf den Halbding. Andere Richtung wäre besser und schneller gewesen, aber was soll ich machen? Ja. Okay, es will noch nicht ganz, dann stimmt die Aufzeichnung nicht im Buch. 8 ist der Drache. Gucken wir mal. Okay, dann stimmt das nicht, was im Buch gemeint ist, was ich jetzt hier gemacht habe. Das hier ist kaputt, das ist nicht gut. Naja, dann müssen wir schauen, was wir alles schon gehabt haben. Das letzte war jetzt das Pferdchen. Testen wir es einfach mal aus. Stimmt nichts von allem. Zwischen dem und dem. Ja, vielleicht stimmt ja das andere nicht. Da steht, die Aufzeichnung ist zwischen der 8 und dem komischen Ding. Das wäre aber die... der Adler. Also der Drache. Der Drache wäre... ja, laut dem Gedöns hier. Diesen Script again. Ich habe echt keinen blassen Schimmer, Leute. Da ist
Ja, das ist die Kuh oder sowas. Die muss auf den Halbding. Das Ding, was wir jetzt haben. Das ist auf dem Halbding. So, dann haben wir den Löwen. Der Löwe muss auf das Ding. Okay, das haben wir aber hier auch. Gehören sie vielleicht alle zu vier auf dem Fleck zusammengestellt? Das ist jetzt interessant, die Frage, weil ich habe keinen blassen Schimmer. Adler. Hat dieses Zeichen, ja? Hier gibt es kein Zeichen. Ach, Mann, 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 Mann. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie dieses Rätsel geht. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht wisst ihr es schon, aber ich weiß es nicht. Halbmond. Hat ein bisschen was von der Kuh. Löwe sitzt. Hier keine Ahnung haben davon, was wie was. Das wissen wir. Das haben wir auch schon. Es ist jetzt wirklich interessant. Nochmal denken. XX. Das XX habe ich mir auch schon gedacht, aber das bringt sich genau gar nichts. Das ist das Ding hier. Das haben wir aber hier auch. Und ein Halbmond. Ungefähr. Das heißt, wir haben zwei solche krummen Dinger. Das heißt, der Halbmond da bleibt. Er muss auf sowas. Er auch.
Ich habe keinen blassen Schimmer. Weiß nicht, wie ich habe einfach keinen Plan, aber ich muss jetzt die Folge mal kurz beenden und wir sehen uns im nächsten Part.